Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Wie nennt man das? Ach so, eine Spieluhr, genau. Das ist ja wie eine Spieluhr. Ja, Sonntag, Montag. Ja, aber es sind auch nur 5 Tage, oder nicht? Oder zähle ich hier falsch? Ah, da ist Schattenläufer. Fast wäre ich in ihn reingelaufen. Bam. Der hat den einen Stein gefressen, okay. Ja, Sonntag auf Montag, Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Das sind noch 5 Tage. Passt. Kann ich ihn wieder rausziehen eigentlich? Nee. Vielleicht bin ich aber auch zu doof zum Zählen. Die anderen Gräber. 1. 2, 3, 4, 5, 6 gibt's. Und ich hab 1, 2, 3, 4. Das ist schon hier oben, jo. Ja, Freitagnacht hört die auf, heißt du musst noch von Freitag auf Samstag arbeiten, nein, oder? Ja, oder? Ja, okay. Dann sind es bei 6. 6 Nächte. Nee. Das sind 5 Nächte, 7, ne? Jungs, ich bin raus. Das ist zu kompliziert für mich. Na, ich zähle halt nur die Arbeitstage. Nichts zu holen. Freitag auf Samstag. Ach so, okay, dann sind 6, okay. Wenn du Freitag auf Samstag noch rein musst, dann ist 6 auf jeden Fall, ja. Dachte, du arbeitest von Montag bis Freitag, also sprich Freitag früh hörst du auf und dann ist Wochenende. Okay, was gibt's denn hier? Die Macht der Ahnen, Teleportstein, Rüstung. Hast du nichts zu tun? Ich glaube, ich laufe jetzt mal zum Kloster. Aber irgendwie, die Dörfer haben nicht viel zu bieten. Ich meine, pro Dorf hast du vielleicht mal 4 Quests oder 5.
Aber wieso darf ich keinen aus dem Feuerclan zum Krieg einladen? Boah, dieses Lager, das war so schlimm, wo ich gespielt habe da. Der Typ ist so oft gestorben, ich hasse dieses Lager. Hat das einer von euch gesehen? Los, da links. Das rechts da führt mich. Ich will immer auf der Map zoomen, aber das geht nicht. Das wäre doch geil, wenn man die Map zoomen könnte. Ja, mein Problem war, ich habe doch die eine Quest da mal gehabt, wo der Typ einfach stehen geblieben ist und gesagt hat. Das ist der Orkschaman und also stehen geblieben, weil der Orkschaman schon tot war. Deswegen haben wir diesmal gedacht, tu es nicht zu feuerlich quasi alles töten. Vielleicht kriegst du eine Quest. Und dann war der Begleiter scheiße. Ja, ich musste mich da erst rantasten. Das war ja immer ganz gut, der ist immer bei den letzten zwei Orks gestorben oder so. War es nicht wegen dem fehlenden Ork? Ja, das gab's auch. Aber den Ork habe ich ja dann gefunden. Das war der zweite Fall. Der Ork ist ja weggelaufen. Aber an einer Stelle, irgendwo da unten hier, habe ich einen Ork gekillt. Da ist ein Lager. Da hat mit mir so einer das Lager angegriffen. Das war bei so einem Runengrab. Bei so einem Grab war das. Da wollte mit mir den Orkschaman killen. Aber der Orkschaman war schon tot. Da ist er mit mir zur Leiche gelaufen und ist vor ihr stehen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt. Das muss irgendwo hier unten gewesen sein. Ah, da bin ich. Ja, der weggelaufen ist, war auch gut. Da stand einfach irgendwo im Wald. Das fand ich auch witzig, ja. An der Hütte östlich vom Wolfsclan. Doch, also zu einem Grab wurde ich ja hingeführt, wie du sagst. Da gab es doch den Helm, den habe ich gemacht. Da hast du irgend so einen Helm gefunden. Den da, glaube ich. Nee. Enos zum Große Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Ich bin der Auserwählte. Lass das. Mit so etwas macht man keine Scherze. Ich bin sicher, der Auserwählte wird kommen. Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle.
Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Jo. Ja. Kannst du mir 5 davon geben? Dann kann ich endlich wieder zaubern. Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener Innos. Was könnte ich dir schon geben? Was ist mit Spruchrollen? Einverstanden. Ich habe eine Spruchrolle der Wiederbelebung. Sie ist sehr wertvoll, aber ich kann sie eh nicht benutzen. Ich bin nicht stark genug. Was kann ich wiederbeleben damit? Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist deine Spruchrolle. Wenn du sonst noch was brauchst, kannst du ja mal gucken, was ich dir anbieten kann. Steht Fernheilung. Zeig mir deine... Da kannst du ein bisschen kämpfen damit. Wie viel hatten der? 8000 hat er. Und viele haben die nicht, die Leute. Eins, drei hat er noch. La 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 la. Ui, das Kloster. Ja, da war ich noch nie. Schauen wir uns mal das Kloster an. Sechstausend hast du. Fünf hat er nochmal. Oh. Steht einfach so ein Feuermeiger und baut sich so eine Holzhütte. Sonst geht's dir aber gut, oder? 5 hat er. Die haben alle so wenig. 7 hat er jetzt. Ich kann das Kloster immer noch hier erkennen, irgendwie. Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Niemand? Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Okay. Bleibt mir noch der Weg hier hoch. Du bist Aidan. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich forsche. Früher, vor dem Zwischenfall mit den Runen, war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Jetzt gebe ich dir einen Wolf oder sowas. Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist.
Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Kannst... Oh ja. Ich habe viele alte Bücher studiert, um hinter das Geheimnis der Magie zu kommen. Aber es ist hoffnungslos. Die Theorie habe ich verstanden, aber mein Geist ist einfach nicht stark genug. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas über das längst vergessene Wissen. Okay. Innos zu Große, was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ich will mich nur mal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel. Nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor 1000 Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut, wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Wird schon. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek. Unterste Etage. Bring. Ich dachte, ich darf nicht in die untere Etage. Jetzt sagt er, ich soll ganz unten hin, oder was? Was ist? Oh, wir haben Besuch. Sei es für eine Frau. Du? Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Wie denn? Nun, irgendwie, größer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Oder auch nicht. Mal sehen. Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber ich versichere dir, wir werden dir mit all unserer Kraft helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt bin ich beruhigt. Er hat mir von deinem Kampf gegen den Schläfer berichtet. Und auch, wie du den untoten Drachen besiegt hast. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Menschen zu retten als dich. Auch du wirst das früher oder später erkennen. Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargoth, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Ich dachte, war alles. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dagoth wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Altes Wissen, Stabkampf.
Okay. Wer war das jetzt eigentlich? Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Okay. Okay. Der ist auf einmal weg. Wo bist es du? Oh Gott. Weißt du, was ich wie... der Höhle bei Montera? Ich hoffe es. Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, keine Ahnung. Willkommen, Bruder. Die Zeiten sind hart. Und hier im Norden sind sie ungleich härter. Aber ich glaube schon. Du kommst wohl nicht von hier. Nein. Ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Kannst du mir was verkaufen? Ich habe keine besonders große Auswahl. In Nordmar ist es schwer, an die nötigen Zutaten für Tränke zu kommen. Aber was ich habe, verkaufe ich dir gerne. Ich würde... Leider reichen die wenigen Vorräte gerade mal für mich. Für einen Schüler habe ich leider nichts übrig. Was soll ich dir besorgen, damit du mich unterrichtest? Wie wär's mit Mana-Pflanzen? Die können wir hier im Kloster gut gebrauchen. Wie viele brauchst du? 50 wären gut. Ich bezahle dich auch dafür. Ich besorge dir die Pflanzen. Oh, das ist gut. Mir ist es draußen zu gefährlich. Ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ja, beim Stock ist es was Besonderes, ja. Hier sind deine Pflanzen. Gut. Ich halte mein Versprechen. Hier ist dein Gold. Und unterrichten werde ich dich natürlich auch. Zeig mir. Wartet, Jungs. Ich sage gleich, wie viel ich habe. Ja. Ich habe Feuerkirche 9. Zwei fehlen mir. Zwei. Das sollte eigentlich alle haben. Der Olivier. Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Ich bete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Warte gleich. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Kannst du mir... Ich bin ein guter Kämpfer. Stärke, okay. Alle? Steht da nicht irgendwo was?
Steht ja nicht hier, wo das die Kelche, wo ich die habe. Hauptmission. Finde eine Feuerkelche, ne? Ja, okay, den der es gefressen hat, den habe ich. Dios, Vanguard, 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 wo ist Vanguard? Welche? Jetzt ist es kompliziert. Jetzt, wo ich es verkackt habe. Lass mich raten, ohne die Feuerkelche kann ich nicht durchspielen, oder? Schau, das ist die verdammte Hauptstadt. Die ist verdammt, deswegen vergesse ich sie immer. Voll die krasse Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek ist richtig cool aufgebaut, finde ich. Und jetzt müsste ich eigentlich alle haben, oder was, alle Kelche. Haben in Nordmar keine Leute die Kelche? Hier steht was über Alchemie. Viele Bordsteine, jawohl. Nach dem ersten großen Krieg herrschten die Orks im Reiche Myrtana. Und die Menschen waren ihre Sklaven. Aber schlecht. Die Kämpfer waren ihre Gladiatoren. Uninteressant. Muss ja das Spiel nochmal durchspielen. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Gah! Okay. Den
Dämon ist wohl zu groß, um hier reinzukommen, oder was? Da! 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 Neun habe ich gerade mal. Das war eine Falle von dem Feuermagier hier. Wie ich sehe, kommt der fette Dämon hier aber nicht durch. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir mal hier unsere Folge. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet die nächste Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.